Krisen? Ja. Also eigentlich nicht. Ich hatte nie einen, toi, 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 also ja gut, ich hatte nie einen Durchhänger, so wie wir ihn kennen, bei vielen Schauspielern ja auch, selbst bei Rühmann und solche, die auf einmal so Pausen hatten und Löcher hatten. Ja. Also, und auch Zweifel hatten und an ihrer Arbeit, wie Rühmann, mit dem ich ja dreimal, oder viermal sogar, gedreht habe, nicht, der sich immer unterschätzt hielt als Schauspieler, mit Recht auch nicht, ne? Nur der Komiker, nur der Spaßmacher zu sein. Er wollte im Alter dann ein ernsthafter Schauspieler sein, hat am Theater ja auch sehr ernste Rollen gespielt. Und dazwischen gab es eben diese Krisen, wo er darunter litt, dass das keiner wollte von ihm. Mhm. Nicht? Also das habe ich zum Beispiel nie gehabt. Ich habe nie, das lag natürlich auch daran, dass ich zwar eine Zeit lang also festgelegt war, auf also Bösewicht und solche Rollen, aber für mich selber, für mein Bewusstsein, habe ich auch sehr viele andere Rollen gespielt. Also ich hatte da ja. so, sondern im... Sie haben doch sehr, also das gab doch sehr viel hoch. So. Ja, aber nicht so kurzfristig und dann wieder runter. Nicht? Ja. So, das war es nicht. Sondern nicht, immer? Dann lieber so ein bisschen, ja. Ah, ja. Nicht ganz hoch, nicht mal. Das war auch so ein bisschen meine Philosophie. Nicht den Kopf zu hoch rausstrecken. Lieber auf dem Boden bleiben. Lieber. Das war immer meine Haltung. So, mein Ehrgeiz war begrenzt. Ich hatte keinen übermäßigen Ehrgeiz, also schon sehr früh, schon als junger Mann hatte ich, also merkte ich, dass sportlicher Ehrgeiz bei mir nicht fruchtete, dass ich nicht, also einen Rekord, dass ich schneller, höher, weiter und so weiter laufen, springen wollte oder so. So, ich habe sehr früh gedacht, das bist du nicht, kann der besser. Soll er vorbei. Ah ja, gut, nicht? Ja. Und ich habe auch in meinem Beruf dann später nie, wie gesagt, ich hatte nie Neid auf andere,